Also mein Name ist Johannes Wöllner, ich arbeite für die Firma Leica G-Systems im Bereich Monitoring Solutions und wir bieten die Lösung für Monitoring an, die unsere Software Geomos. Diese Geomos-Software kann alle Instrumente geodätischer und geotechnischer Sensorik anschließen, um diese Daten zu verarbeiten und zu analysieren. Aus diesem Programm resultieren Daten, die weiterverwendet werden können für Geologen, Statiker, Bauingenieure, Experten, die diese Daten interpretieren und weitere Maßnahmen einleiten können. Das heißt konkret, was fängt man mit diesen Daten dann an? Zum Beispiel können aus unseren Daten Verschiebungen berechnet werden. Diese Verschiebungen sagen etwas aus über die Stabilität von Gebäuden. Diese Geschwindigkeiten, Beträge und auch Distanzen können dann von den Experten interpretiert werden, zu sagen, ja, hier beginnt ein kritischer Vorgang, hier müssen wir Maßnahmen ergreifen. Haben wir konkrete solche Präventionsbeispiele, die es schon gibt, die geplant sind? Also überall in der Welt haben wir Geomos-Installationen stehen, die Monitoring betreiben. Monitoring kann hier im Fall sein von natürlichen Zielen wie Rutschhängen oder auch von künstlicher Natur wie zum Beispiel Brücken, Dämme und Gebäuden. Und diese Daten werden 24 Stunden, 7 Tage die Woche erfasst und werden auch aktuell immer berechnet. Und die Daten werden auch direkt in Echtzeit an die Experten weitergegeben, um dort die nächsten Entscheidungen zu treffen.